Das SBTI-Netzwerk ist eine wichtige Institution, global, und Sie sind eigentlich so die unabhängige Instanz, die im ersten Schritt schaut, sind die Ziele die richtigen, die ein Unternehmen einreicht und sich dazu verpflichtet, sind sie ambitiös genug, dass wir dann wirklich die Pariser Klimaziele erreichen können. Und im zweiten Schritt, wenn es darum die Umsetzung geht, schaut SBTI auch sehr genau darauf, ja, sind es die Ziele auch erreicht worden, ist das Unternehmen wirklich auf Zielpfad. Für uns ist die SBTI-Initiative ein ganz wichtiges Instrument. Sie hilft uns, eben eine breite Gruppe von Unternehmen anzusprechen und sie zu unterstützen, die Klimaziele zuerst einmal zu setzen und sie dann zu erreichen. Wir bieten so viel Unterstützung wie möglich, zeigen auf, wo die wichtigen Bereiche sind, die Unternehmen anpacken müssen, und helfen ihnen dabei, die richtigen Massnahmen auch zu entwickeln. Mit dem Denner haben wir natürlich auch ehrgeizige Ziele vereinbart zu ganz verschiedenen Bereichen, natürlich zu Klima, aber auch zu Holz, zu Seafood und Fisch und so weiter und zu tierischen Ersatzprodukten für Lebensmittel. Und da geht es gut vorwärts. Ich denke, wir sind auf gutem Pfad. Es bleibt noch viel zu erreichen. Man muss natürlich dranbleiben, aber die Anstrengungen vom Denner zeigen tatsächlich schon erste Wirkung. Der WWF weist alle Unternehmen darauf hin, bei so breit abgestützten weltweiten Initiativen mitzumachen. SBTI ist ein Beispiel für das. Es ist für uns ein ganz wichtiges Instrument, weil wenn wir nur mit einzelnen Unternehmen direkt zusammenarbeiten, dann sind die Möglichkeiten natürlich beschränkt, wie viele Unternehmen man so ansprechen kann. So eine Initiative wie die SBTI ermöglicht es uns, wirklich sehr breit unterwegs zu sein und letztendlich potenziell jedes Unternehmen auf der Welt können zu begeistern für die Klimaziele. Wir sind aber bei Denner von Anfang an auf grosses Interesse gestoßen. Und letztendlich hat der Denner auch uns begeistert, weil sie bei der SBTI mitmachen. So war es ein sehr partnerschaftliches Vorgehen. Die grössten CO2-Emissionen bei Unternehmen sind sehr unterschiedlich. Das hängt natürlich ganz stark vom Unternehmen selber ab, in welcher Branche dass man tätig ist. Wenn wir jetzt hier vom Detailhandel vor allem reden, dann ist es wichtig zu wissen, dass eindeutig die grossen Emissionen eben in der Lieferkette zustande kommen, also dort, wo die Produkte hergestellt werden. Landläufig müssen wir vielleicht denken, es geht um den Betrieb, um die Läden und so weiter oder vielleicht auch um den Transport. Das ist nicht unbedingt der Fall, sondern ganz entscheidend ist wie die Landwirtschaft betrieben wird, wo Lebensmittel produziert werden. Also es geht wirklich für einen Detailhändler darum, in Produktionsregionen zu gehen und dort mit den Bauern, mit den Landwirten, mit den Produktionsstätten zu verhandeln und dort signifikante CO2-Emissionsreduktionen anzubringen. Unser grösster Wunsch wäre natürlich, dass sich die Gesellschaft, aber natürlich auch die Unternehmen wirklich vorbehaltlos hinter die CO2-Ziele, die wir in Paris abgemacht haben, dahinter stellen und sich auch zusammenschliessen, untereinander austauschen und so gemeinsam alle Anstrengungen unternehmen, um die Ziele zu erreichen.